Ein weiteres Problem, das viele Saxophonspieler haben, ist die Position der Finger. Viele wedeln einfach zu stark beim Spielen. Das heißt, sie nehmen die Finger sehr weit von den Klappen weg. Und das ist natürlich sowohl geräuschintensiv als auch problematisch, wenn man schneller spielen möchte. Wie komme ich diesem Problem bei? Ganz einfach, ich zeige euch das mal gleich in der Nahaufnahme. Zunächst erkläre ich euch aber das System. Jede Klappe wird ja von einer Feder wieder in die ursprüngliche Position zurückgehoben. Das heißt, wenn ihr eine Klappe drückt, drückt ihr gegen die Energie einer Feder, lasst ihr los, hebt die Feder die Klappe wieder in die ursprüngliche Position. Das könnt ihr euch zunutze machen. Ich zeige euch jetzt nämlich, wie das geht. Mit dem Drücken der Klappe arbeite ich gegen die Energie der Feder. Wenn ich jetzt den Mittelfinger spontan, so schnell ich kann, entspanne, nutze ich die Energie der Feder, die meinen Finger quasi mit nach oben hebt. Das ist meine Vorstellung und das funktioniert tatsächlich auch von der Muskulatur her so. Das heißt, nicht mehr so, irgendwo ins Nichts hinein den Finger herausschleudern, sondern einfach durch Konzentration auf das, was da geschieht, Wege sparen und schneller sein. Ausnahme sind die Klappen, die wir selber öffnen müssen. So zum Beispiel die Palm Keys. Hier gilt die Regel, ein Gespür zu entwickeln, wie sich tatsächlich die Klappe schließt und welchen Weg die Klappe braucht. Also nicht irgendwie hier wüst herumwedeln, wir hatten das ja schon in einer anderen Übung, ne? Sondern wirklich darauf achten, dass ihr minimale Wege geht. Das kann man super üben, während man abends mal Tagesthemen guckt oder ähnliches. Man muss für diese Übung nämlich überhaupt nicht in das Instrument hineinspielen, sondern man kann sich auch gemütlich vor einen Film setzen und das ist natürlich wichtig, sich beim Greifen der Klappen, ja, am besten dann vielleicht auch mal chromatisch, genau auf die Wege konzentrieren, die euch das Instrument gibt und auf diese Art und Weise den gesamten Fingerapparat beruhigen, die Geräusche minimieren und allmählich schneller werden. Viel Spaß dabei!